Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars Battlefront 3 Beta. Mit mir, dem Torben. Wir spielen heute wieder eine Runde Walker Assault. Equipped sind wir mit dem Jetpack, dem Ionenschuss und der Sniper. Und wir spielen Imperium und kämpfen gegen die guten Rebellen. So, was macht man als erstes auf der Map? Walker Assault. Ganz einfach, man sucht sich Power-Ups, weil hier ist einfach so viel los, dass es am geilsten, wenn man irgendwas machen kann. Leider finde ich gerade gar keins, das heißt, wir werden uns jetzt doch erstmal hier im Schutz... Wow, Alter, der Walker ist direkt durch meine Sachen gelaufen. Oh, da hinten kämpft Luke. Das ist ganz interessant, da versuche ich doch mal drauf zu snipern. Ah, da ist er schon tot. Leider nicht durch meinen Schuss. So, da haben wir das erste Power-Up, das ich mir nicht schnappen werde. Alles klar, machen wir, oder? War eh kein gutes, war nur eine Turret. Ich versuche mal hier reinzukommen. Zack, bin ich. Bringt mir gar nichts, weil ich mich nicht nach vorne drehen kann. Kluges Ding auf jeden Fall. Probieren wir nochmal hier einen mit der Sniper zu erwischen. Na? Wo haben wir denn... einen schnieken Rebellen. Naja, wir machen uns ja mal an die Uplink Station dran. Und versuchen, die mal auszuschalten. Das hat ja erstmal höchste Priorität. Bam. Dann haben wir hier doch noch ein kleines Power-Up. Da wurde ich weggesnipert. Von oben. Ich will auch nach da oben. Ich glaube, von da aus hat man ganz gute Chancen zu snipern. So, hole ich mir mal das kleine Power-Up da. Bam. Hier ist anscheinend so ein kleiner, wie nennt sich das Ding nochmal? Schneegleiter. Keine Ahnung, wie der richtige Name dafür ist. Ah, da hinten ist so ein gutes Power-Up. Ein TIE Fighter. Oh, AT-AT, Leute. Das ist natürlich noch besser. Boah, habt ihr es gesehen? Ich habe mich geduckt, weil ich den Support angerufen habe. Und über mir ist ein Sniper-Schuss eingeschlagen. Oh, ich will den Typen da abballern, bitte. Bam, nice. Gut. Weil ich glaube, der hat auf mich gesnipert, der Sack. Lebt der? Ne, der lebt nicht. Bam. 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 Nice. Der ist gerade da eingestiegen, aber dann war er auch schon wieder tot. Wir schießen mal da drauf. Da hinten ist einer, aber den erreiche ich nicht. Fuck. Wo sind denn die kleinen Rebels? Na? Rebels, where are you? Ich will euch doch nichts tun. Oder sehe ich irgendwelche Raumschiffe gerade zufällig hier? Nee. Aber ich kann mal da oben reinballern. Okay, ich treffe gerade gar nichts. Doch, jetzt habe ich was. Jetzt ist mir der andere AT-AT im Weg. Da kann ich nicht. Okay, den Luke. Den Luke, den will ich mir holen. Oh ja. Boah, ich will mir noch den Luke holen. Scheiße, konnte ich nicht mehr. Jetzt werde ich rausgeschmissen wieder. Mist. Das wäre natürlich Hammer gewesen, hätte ich den Luke mir noch holen können. So, erst vom Mikro richtig ausrichten. Zack. Ich möchte nochmal eine AT-AT, ein AT-AT Power-Up finden. Das ist am coolsten, da drin zu sitzen in dem Ding, ey. Ja, der ist gerade besetzt. Und der andere läuft irgendwo am Arsch der Welt rum. Ich gehe mal kurz hier in das Schild rein und verschaffe mir da mal kurz eine Übersicht. Das ist halt echt cool. Nur das Einzige, was nicht so cool ist, ist, dass man nicht rausschießen kann. Das ist doch nicht Star Wars, oder? In Star Wars konnte man immer da rausschießen. Also konnten die Rebellen. Ich nicht. Habe jetzt nicht so in Star Wars mitgespielt. Guck mal, da oben sind zwei Power-Ups. Da fliege ich doch gleich mal hin. Zack. Das sind zwei Turrets, aber es macht ja gar nichts. Eine Proximity Bomb. Oh, da oben ist jemand. Bam, Headshot. Schön, schön. Die Sniper ist halt auch echt sinnvoll, deswegen habe ich die auch immer drin. So, hier platziere ich mal kurz eine Bombe. Da fliegt gleich alles in die Luft, Leute. Jeden Moment. Wenn nicht schon ist. Okay, den haben wir nur assisted.
Ich hätte gedacht, wir holen den auch. So, jetzt kommen die Y-Wings. Und wir müssen uns hier gerade gegen ein paar Rebellen durchschlagen. Einen haben wir. Einen haben wir. Bam, 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 bam. Nein! Scheiße. Das ist halt das Problem, dass man, wenn man die Sniper geschossen hat, direkt auf die Waffe auswählt. Oh nice, wir sind in dem Schild drin und da vorne ist ein Thai, den ich gerne hätte. Bim, bim, bam, TIE Fighter. So nice, und jetzt heften wir uns direkt an die Fersen von dem X-Wing da. So, wir haben den schon mal gedamaged. Oh, er hat uns auch hart gedamaged. Jetzt kriegen wir uns beide gerade nicht so richtig. Boah, fuck, 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 er kriegt mich. Der hat mir zu heftig ausgeteilt. Boah, jetzt sind die zu zweit hier hinter mir. Können wir mal kurz eine Rolle fliegen? Und da kommt noch ein dritter, Alter. Was soll ich denn gegen so viele machen? Ja, ich habe keine Unterstützung hier oben in der Luft. Also die Rebellen haben klar die Luftoberhand, wie man so schön sagt. So, mal gucken. Ich suche gerade halt immer noch nach einem Power-Up und ich muss einmal ganz schnell ans Handy. Das heißt, wir stehen einmal ganz kurz hier drin. Und muss ganz kurz einmal beschreiben. So, okay. Gut. Okay, wir suchen, wir suchen. Da ist Darth Vader. Der Little Boy. Da unten haben wir ein Power-Up. Aber ich glaube, für das lohnt es sich nicht, da runter zu springen. Das ist Luke. Scheiße, wir konnten ihn nicht kriegen. Okay, einen haben wir und noch einen. Ich will da rein. Boah, stimmt, ich hätte Nahkampf benutzen können. Habe ich verpennt. Naja, immerhin haben wir noch einen Assist bekommen. Assists sind auch immer wichtig, Leute. Irgendeiner muss es ja tun. Da hinten haben wir irgendeinen TIE Fighter. Den schnappe ich mir doch. Bam. Ein AT-AT gibt es ja gerade nicht, ne. So, wow, 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 chillt. Ich will mir den da schnappen. Den A-Wing. Na? Boah. Hupsala. Na komm jetzt, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Was? Alter, die Rebellen haben so viele Typen da in der Luft, das gibt's ja gar nicht. Ich will wieder in so ein AT-AT. Das macht Bock. What? Ach, von da, da waren so viele noch, lol. Okay, okay. So, dann stelle ich mich mal kurz hier ins Geschütz und... Doch nicht, da hinten ist ein Walker, der sich jetzt weggeschnappt wird. Dann versuche ich mal da hinten... Lol, von wo? Ach, von da. Wir gehen einmal kurz Blasters. Ja, da bleiben wir bei dem. Und Hand lassen wir auch so equipped. Das kann man natürlich auch während des Spiels ändern, liebe Leute. Das ist ja das geile Fuck. Ich wurde dafür angesnipert von ihm da oben. Doof gelaufen, doof gelaufen. So. Okay. Bam, 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 bam. Keine. Ich habe viel zu spät erst gezielt. Mist. Ich bin einmal noch ganz kurz am Handy. So.
Okay, jetzt bin ich wieder da, Leute. Jetzt bin ich wieder da, jetzt bin ich wieder da. Mann. Wow. Hi, Darth Vader. So, wir suchen wieder ein. Ja, immerhin. Besser als gar keins. War ja nicht viel Arbeit, sich jetzt das zu holen. Was ist eine Infanterie Turret? Eine Infanterie. Drohne, Abschussteil. Ja, komm. Stellen wir einfach mal hier hin. Luke ist eh tot. So, bam. Oh, das hat uns 70 Schaden gemacht. Hi. Mal gucken, was es hier noch gibt. Da hinten ist ein Geschütz. So, man kann jetzt nicht mehr lange die Beta spielen. Also, ich glaube, bis Sonntag. Oh, wisst ihr, was da hinten rumsteht? Das geilste überhaupt, Leute. AT-AT. Zack, und da ist er auch schon drin, der Turm. Nicer Dicer. Leider in dem, der ganz weit weg von allem ist, irgendwie. Aber. Oh, den kann ich treffen. Ah, zu spät. It's too late to apologize. So, mal auf das Fahrzeuggeschütz da schießen. Okay. Ist er doch nicht eingestiegen. Habe ich drauf spekuliert. Ein bisschen höher muss ich zielen. Alter, dieser Headhunter. Ich will meinen Leuten da helfen, aber der ist irgendwie flink. Na, jetzt geh doch mal down hier. Critical Kill Assist habe ich dafür nur bekommen. Boah, der ist hier aber auch mitten im Nowhere, da an den Schützengräben. Wo die sich alle drin verbunkern, ey. Ah, da hinten. Bam, einen haben wir. Na komm. Jawohl, den nächsten. Okay, da kriegen wir keinen. Aber da, locker. Komm, nice. Eins. Na. Mann. Das war echt ein nicht erfolgreicher AT-AT-Durchgang. Aber wir waren auch in dem nicht so viel los ist, natürlich. So, hier haben wir noch ein kleines Power-Up. Her damit, was is it? Eine Blasterkanone, die bauen wir uns doch mal hier auf. Der wird sich jetzt nämlich den Fighter da schnappen, genau. Zack. Gehen wir nochmal dran und schießen dann. Bam, 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 bam. Okay, gehen wir raus, gehen wir raus. Wir konnten nicht mehr raus, nice. Ah. Critical Kill Assist haben wir noch bekommen. Okay. Okay, da hinten sind welche. Bam, 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 bam. Scheiße. Na, ich wollte nur in den Schützengraben fliehen, aber es hätte mir, glaube ich, auch nicht viel gebracht. Ah, doof, doof. Aber das gewinnen wir auf jeden Fall locker. Wir haben jetzt gewonnen. Nicer, dicer, Leute. Da ist der Sieg. Jetzt schießen wir nochmal mit Ionenschüssen hier auf die Dinger. Bam, 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 bam. So, jetzt nehmen wir nochmal hier eine Sniper. Guck mal, können wir hier noch. Bam! Haben wir den getroffen? Wäre nice. Ne, haben wir nicht. Das war mir irgendwie klar. Och, er ist tot. Oh, da ist aber noch einer. Und den konnte ich mir noch nicht mal holen. Hat sich der andere geholt. Mist. Naja, vielleicht haben wir nach der Runde ja genug Credits zusammen, um uns den besten Blaster zu holen. Das wäre zumindest sehr wünschenswert. Ich konnte nicht mehr fliehen mit meinem Jetpack. Jetzt sterbe ich gerade die ganze Zeit. Das zieht uns natürlich wieder ordentlich Credits ab. Mies, mies, mies. Aber es war's jetzt. Wir haben jetzt gewonnen. Ach, die haben noch einen Walker destroyed. LOL. Victory, endlich. Gut. Nice. Jetzt können wir nicht mehr sterben. Gut, da ist der Sieg, Leute. Da ist der Sieg. Mal gucken, ob wir genug Credits haben. Ich denke nicht. Aber wir sind mal überrascht.
So, das sind die XP. Davon habe ich eh genug. Ja, komm. Aber leider wird ja halt eh alles wieder zurückgesetzt. Das ist das Traurige nach der Beta. 933 Credits. Wir haben genug locker. Wir hatten einen Score von 9000. Was haben wir denn getan? Nicht schlecht. Ich hätte uns nicht so gut eingeschätzt, muss ich sagen. Naja, dann quitten wir mal kurz hier raus aus dem Game, weil nächstes Mal ja wieder Dropzone dran ist. Und guck mal ganz kurz, ob wir uns die Waffe kaufen können. Wenn der hier mal hinne macht. Der Sweet Boy. So, wir gehen raus, gehen in Collect. Unlocks, Blasters. Perfekt, Unlock Price. Und da haben wir ihn. Den besten Blaster im Spiel. Also den teuersten. Ich weiß nicht, ob es der beste ist, aber ich equippe mir jetzt mal. Wie wir damit umgehen, seht ihr in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Wertung da. Abonnieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.